du überhaupt einen Schulabschluss? Oh. Oh shit! Boah, der ist ja so schaumig, der Lump. Da brauchst du nicht mal nachtunken. Sauber. Ja, sicher, Tobi. Hast du auf Aufnahme gedrückt wegen uns? Guck mal, mach mal hier, wie ich das da reinschiebe. Das ist schon geil, ne? Ah, jetzt verstehe ich das. Komm mal ab. Jetzt findet niemand mehr den Schlüssel, ganz einfach. Und jetzt tauschen wir das Schloss. Und jetzt muss erstmal der Kühler raus, weil da sind Abschlussschrauben und so ein Scheiß. Ihr kennt das vielleicht. Ja, fängt gut an. Traurig. Was ist das denn? Ist das so, um die Abschraube abzumachen? Das weiß ich nicht. Also eigentlich ist es nicht dafür, aber vielleicht passt es. Jetzt den rein, den reinkloppen? Den würde ich gerne mal in dein Gesicht reinkloppen. So kommen wir doch gut dran. Oh, da ist schon ein kleiner Schlitz drin, aber ob der wirklich tief genug ist? Das werden wir nun herausfinden. Das sind doch Sachen, mit denen du dich wochenends auch gerne beschäftigst. Erste Gegner schon besiegt, Daniel. Wie fühlst du dich dabei? Sehr gut. Ja? Sehr gut. Du bist ein Titan. Guck mal hier. Machst du so? Machst du so? 7 Stein! 7 Stein! Dankeschön. Die Glatze glänzt. Ja, sicher. Es ist immer eine frische Kokosnuss, ist immer eingespannt oben. Die kann ich immer zack, auf Abruf. Kann ich da Leben zerstören. Der Juffen hier ist noch nicht ganz los, oder was? Das geht schneller als jeder Boxenstopper davon. Sicher, kannst direkt weiterfahren. Ich sag, den Ölbehälter können wir eigentlich eh rausreißen, oder? Der ist doch später, fährt doch auf mich, der Brudi. Doch. Doch. Komm, ich reiß den raus, den Juffen. Gib mir ein Messer, ich reiß den jetzt da raus. Oder ist der leer? Ist der mal gelaufen, der Juffen? Ja, dann ist da auch Öl drin. Ja, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Reiß ich jetzt erstmal die Verkleidung ab. Krass, ne? Ist mir ein leichtes. Jetzt ist es gleich soweit. Oh ja! Da kommt nur ein ganz kleines bisschen, wie passend. Mach auf! Ja, du, ich war aufgeregt. Oh, vielleicht war das eine Tinder-Nachricht. Die Bank?
So, Zeit den Motor auszuhängen. Vorher lösen wir noch ein paar Schrauben. Verkleidung ist schon komplett runter, wie ihr sehen könnt. Und dann geht's an die Motorteile. Guck mal hier, jetzt ist nämlich... Ach, das war früher bei der Eros, war das nicht. Das ist jetzt nur hier bei dem neuen Modell, dieses Ding hier mit der CDI. Doch. Und das ist jetzt hier unten noch irgendwo drin, unterm Tank oder was? Hast du gut gemacht. So. Boah, fuck, hast du das gehört? Geil, Biggie. Das ist irgendwie ich Power mit der kleinen Knarre. Biggie. Hoppa! So, also. Felge ist ab. Jetzt geht es an den Motorblock. Kriege nette Zeichen von hinter der Kamera. Einfach. Ja, hier. Original Luftfilterkasten. Ne? Wenn man hier den Schnorchel rauszieht, dann kriegt der Juff ein bisschen mehr Luft. Dann machst du hier das ab. Wie seht, mit Kindersicherung. Normalerweise machst du das mit dem Schraubenzieher, aber wenn du richtig Power hast, so wie ich, dann kriegst du es raus. Da sind schon so manche Geister noch verzweifelt. Wenn du den Schnorchel rausnimmst, kriegst du mehr Luft, da hast du ein bisschen mehr Spaß. Ne? Das ist so ein bisschen der 0-Euro-Trick. Das ist der Vergaser, der Originale. Sieht man mal, wie klein der ist. Ne? Den braucht man natürlich nicht mehr, da kommt was Ordentliches rein. Da freut er sich. So, jetzt seid ihr wieder sauber, der Buben. Okay. So, hallo, hier ist der Roller Rolf. Jetzt machen wir das Federbein los und dann poppen wir eine Schraube raus. Dann ist der Motor schon raus. Ja, Grüße an Rolf, hä? Ja. Grüß auch mal den Rolf. Gestern warst du nicht ganz so hibbelig. Ja, heute bin ich auf Zack. Oder auf Crack. Ja, was machst du denn? Du bist viel zu nah dran, du blöder Affe. So, da ist das Ding. Der ist noch jungfräulich, also er hat quasi noch keine Kilometer gesehen, dieser Motor. Das heißt, es ist natürlich eine super Basis. So, den werden wir jetzt demontieren und optimieren. So, Achtung, ich ziehe ihn ab, den Juffen. Guck, ob er noch knackt beim ersten Öffnen. Ja. Ja, kommt nichts raus, ne? Alles tatsächlich, alles rausgelaufen. Furztrocken, der Juffen, aber riecht noch nach Verbrennung. Ja. Obwohl wir ihn haben nicht laufen lassen, bevor wir ihn auseinandergebaut haben. Weil, spielt ja keine Rolle, wird ja eh alles neu gemacht. Ja. Vielleicht war er ja doch schon mal an. Ne? Wenn ihr keinen Motorschaden habt, könnt ihr das Ding dann einfach so runterziehen. Wenn ihr einen Motorschaden habt und er hat sich richtig festgefressen, dann müsst ihr den mit dem Meißel runterkloppen, den Juffen. Ja. So. Hast du eine Kolbenklippzange? Kuckucksmilch! Ich stehe jetzt beim Rausmachen, der Kolbenklipp nimmt den so, dass er kaputt ist. Wenn er einfach rausreißen, braucht er eh nicht mehr. Und neuen Zylinder sind natürlich neue Kolbenclips dabei. Da gibt es auch verschiedene Formen. Ne? Welche, die einfacher reinzusetzen sind, welche, die schwieriger reinzusetzen sind. Die Profis nehmen natürlich die C-Kolbenclips. Die sind am schwierigsten reinzusetzen, aber da hat man das größte Erfolgserlebnis. Schon erledigt. Habe ich schon mit Manneskraft habe ich das schon geschafft. So, guck mal, hier haben wir noch eine Pappfußdichtung. Die ist natürlich später nicht mehr geeignet. Fußdichtung aus Pappe, das haut nicht hin. Zudem benutzen wir auch den Zylinderfußspacer später. Die
Stehbolzen müssen wir auch entfernen, eben wegen dem besagten Zylinderfußspacer. Da brauchen wir natürlich längere Stehbolzen. Das heißt, da kontern wir hier zwei Muttern gegeneinander und dann können wir die Juffen rausdrehen. Hast du nicht gedacht, dass ich das weiß, ja? So, dann konterst du die gegeneinander und drehst du den Juffen raus. So, dann ist das Spiel auch schon aus. Ja? So, kannst du den Bolzen wieder rausziehen. Dann machst du bei den anderen Bolzen genauso. Selber mischen, Freunde. 1 zu 50. Das heißt, auf dem 5-Liter-Tank. Oh, jetzt wird's kritisch. Auf dem 5-Liter-Tank 250 Milliliter. Ist falsch, ne? So, also, ne? Wichtig ist, selbst mische und das heißt, wir fahren Mischverhältnis 1 zu 50, das geht immer, das sind auf 5 Liter Tagen, sind das 100 Milliliter Öl. So, jetzt tun wir das hier raus, den Ölschlauch, den haben wir ja schon abgepetzt, hier kommt noch ein bisschen Öl raus, aber nicht schlimm, weil wir haben ja was untergelegt. Da ist die Ölpumpe. Ne, so sieht die aus. Kleiner als man vielleicht denkt. Aber ne, brauchen wir nicht mehr. Hallo Kai. Hallo. Du bist so still auf einmal. Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt abgeht. Jetzt kommt er. Da ist er. Schön. Schon ist das Ding dann ab. Ja. Aber Polradabzieher ein Muss, oder? Sicherlich. Soll denn keiner gut sortierten Küche fehlen. So, mal sehen, ob das hier funktioniert. Ja, tut er. Das Kabel hier kann man durchwichsen, oder? Nee, zieh's doch einfach raus mit dem Gummi. Das muss ich durchwichsen? Nein. Das ist hier so keine Steckverbindung. Das ist so aufgelötet. Ja gut. Hast du das gerade durchgedrückt? Kann man natürlich auch einfach durchdrücken, ne? Und dann ziehst du es so nach unten durch. Ich bin verrückt. Ja, ist kein Problem. Das krass. Hast du nicht, ja, aber meinst du, gut, ne? Jetzt wir hast du es jetzt. Wir wissen da jetzt von alleine einmal, jetzt hast du es einmal gesehen, jetzt kannst du es in Zukunft auch so machen. Du hättest einfach durchgekniffen, oder was? Ja, ich hätte das jetzt wirklich durchgeschnitten. Ja, ist doch lächerlich. Ja, ja. Hat dein Handy vibriert oder hast du gefurzt? Ja. So, jetzt könnt ihr mal einen Blick in den originalen Ansaugstutzen werfen. Ja, ist ja gar nicht reduziert, ne? Früher waren die Ansaugstutzen selbst auch mal reduziert im Durchlass. Ne? Deshalb hat man dann so eingenommen mit einem unreduzierten, ungedrosselten Durchlass und hatte mal ein bisschen mehr Spaß. Ne? So, das hier ist der Membranblock. Ne? Der wird natürlich auch komplett ausgetauscht. Ihr könnt ihr sehen, die Membrane sind hier aus Metall. Die werden natürlich später aus Carbon sein. Und dadurch haben wir dann ein besseres Gas- und Gaswechselansprechverhalten. So, guck mal hier, wie weit wir schon gekommen sind. Soll ich den Anlasser, soll ich den rausmachen? Ja, mache ich raus. Ne? Wird er nur noch schwer schaffen. Deshalb lassen wir den raus. Er wird angetreten. Der Juffen. Oh, guck mal hier. Da ist auch was Feines. Hier, schau mal. Was ich gefunden habe. Das ist der schöne Motorenhonig. Ne? Und da der Motor noch wenig gelaufen ist, ist der noch sehr frisch. Das heißt, da kann man hier. Ja, der ist wirklich noch unverdreckt und fein. Das ist. Willst du auch ein Stück? Danke. Das ist wirklich fein. Ich hatte eben schon, danke. War gut für die Lippen. Kannst ein bisschen drauf machen. Bist frisch für den Tag und kannst ja auch ein bisschen noch auf dem Po machen. Ja, ich sag mal, mit so einem Akkuschrauber ist ja natürlich schon was anderes. Da machst du das in Rekordgeschwindigkeit, wie in der Formel 1. Guck mal hier. Ist noch kein Abrieb drin, gar nichts. Guck mal hier, das Motorgehäuse von innen. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Vario raus. Wo ist denn den Turbojuffen? Habt ihr das gesehen? Der muss ohne gehen, ne?
Ohne was? Ohne blockieren. Oh. Probier mal einfach mal. Ja, geht's. Ja, das ist jetzt hier allerdings, ne? Dieses Gespann, das können wir jetzt zum Glück an Seite legen, aber wenn ihr das öffnet, Freunde, ne, denkt daran, da ist eine Gegendruckfeder drin. Wenn ihr die munter öffnet, das vorher zusammenpressen, also entweder mit einem Federspanner oder ihr stellt euch drauf, aber macht das nicht einfach auf, das Ding wird euch in die Fresse katapultiert und dann seht ihr nicht gut aus. Dann erschreckt sich die Mutter, wenn ihr reinkommt. Mama, ruf mal einen Krankenwagen. Ich glaube, meine Fresse ist zerschmettert. Meine Zähne sind raus. So. Dann ziehen wir hier noch die Vario raus. Natürlich professionell. Alles stecken lassen. Guck mal, da sieht man auch mal, wie klein die Originalgewichte sind, ne? So. Steigscheibe. So. So sieht das Originalding aus. Das wird natürlich alles ausgetauscht. So, hier ist der Getriebedeckel. Dahinter sitzt das Getriebe. Ob wir ein anderes Getriebe haben? Getriebe tauschen wir aus. Wofür ist das hier hinten eigentlich, diese Verzahnung? Das kann ich euch sagen. Da greift nämlich der Anlasser rein, dreht das hier an, überträgt das auf die Welle und somit wird der Motor durch den E-Starter dann gestartet. Da brauchen wir Gewalt. Hier, da kriege ich mit der Hand nicht raus. Also, nichtsdestotrotz muss ich jetzt auf der anderen Seite die Schrauben lösen. Und ich muss natürlich hier noch die Sprengringe rausnehmen und hier oben den Nupsi durch den Muffi rausziehen. Haben wir eine Sprengringzange? Eine Sägeringzange? Ja. Kannst du mir sagen, wo die ist? Die Sprengringe war ich dann besser auf. Ne? Guck mal, da kommt er schon. Super. Ja. Ah, danke. Das macht mich verrückt, dass ich da drauf drücke und das geht auf. Ne? Wie soll ich das so benutzen? Da fliegt mir sowas von weg, ich sag dir das jetzt schon. Ne? Ich bin zu grobmotorisch für sowas. Ne? Ey! Mach du das. Mach du das, komm. Ich kann das nicht. Ach du liebe Zeit. Hat er einfach geschafft. Guck mal. Soll ich das machen? Ich mach den hier rein, ne? So. Jetzt hab ich's raus mit dem Sägering. Ich hab das einmal gesehen gerade beim Profi. Und jetzt mache ich das mit links. Nur, dass ich mit rechts mache. So, das ist die originale Welle, wie ihr seht, ist natürlich nichts Vollwange. Später, wenn wir die richtige Welle drin haben, dann ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Das können wir eigentlich mal sauber machen, das ganze Fett da mal raussprühen. Hä? Einmal von hinten drauf drücken, dann habt ihr es. Gehen wir mal drüben waschen. So, ihr Bobbys, da haben wir hier den Originalvergaser. Guckt euch den mal an, das ist ein 12er. Da passe ich nicht mal mit einem kleinen Finger rein. Und jetzt haben wir hier zwei Vergaser zur Auswahl. Das ist einmal der State 6 RT. Vergaser oder der State 6 VST Vergaser, beide 28er Durchmesser. Dann guckt ihr das mal an im Vergleich. Da kommt natürlich viel mehr an im Motor. Das macht natürlich schon einen immensen Unterschied.
Uns stehen die beide zur Auswahl. Letzten Endes ist es eine Glaubensfrage, ne? was man da nimmt. Sind beide sehr gute Vergaser, lassen sich beide gut abstimmen. Wir fangen mit diesem mal an und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. So, jetzt haben wir hier die RT-Welle, die wir verbauen wollen, neben der Originalwelle. Ne? Und da sind natürlich die Unterschiede direkt klar. Hier sind jetzt noch die Lager drauf, davon nicht beirren lassen. Aber das ist natürlich hier nichts Vollwange und fallen natürlich auch direkt die Unterschiede am Pleuel auf. Guck mal hier, die Lagergrößen hier im Pleuellager sieht man es ganz deutlich. Ist natürlich viel größer, dadurch ist das viel belastbarer und hier unten im Lagerdurchmesser ist es natürlich dasselbe. Wenn du hier einen Racing-Zylinder drauf hast, dann dauert es nicht lange und dann verabschieden sich die Lager und dann hast du den Motorschaden. Das ist ja, das sollte dann ja auch keinen überraschen. Na, also hier kannst du dir sicher sein, fährst du den Zylinder ohne Probleme, brauchst dir keine Sorgen machen, schläfst du abends auch viel besser. Hm? Ja, das mal hier im Groben die Unterschiede. Kann man hier auch, denke ich, deutlich sehen, dass das eine ganz andere Hausnummer ist. Das zur Kurbelwelle, Sportfreunde. Ja, wichtig ist, dass es halt genug Platz hat, ne? Ja, sitzt genau auf dem inneren Ring. Zack. Ja. Ging schnell. Holy smokes! Na, jetzt haben wir hier knapp 90 Grad, über 90 Grad sogar, knapp Mitte 90 Grad. Also wichtig, ne? Nicht mit den blanken Händen anpacken. Dann nehmt ihr am besten hier so Handschuhe oder von Mama hier die Topflappen oder Topfhandschuhe. Ne? Und damit könnt ihr das dann aufsetzen, sonst verbrennt ihr euch tierisch die Pfoten. Oh, das riecht warm. Zack. Das ging ohne Probleme drauf. Ne? Kein Drücken, kein Rütteln. Kein Schütteln. Gut warm. Warm, ne? Strahlt eine gewisse Restwärme ab. Tuning-Freunde und Internet-Freaks. Wichtig ist, dass man das Ganze jetzt nur, weil die Blockhälfte hier noch sehr heiß ist, nur handfest anziehen und dann geben wir der Sache ein bisschen Zeit abzukühlen und wenn es abgekühlt ist, können wir die Sache dann endgültig mit dem Drehmomentschlüssel festziehen, aber das machen wir jetzt natürlich noch nicht, weil das Material, wie gesagt, viel zu heiß und somit viel zu weich ist. 2000 Jahre später. 9,6. Okay. So, wie immer, die Schrauben über Kreuz anziehen, damit man das Motorgehäuse nicht einseitig verspannt. Und überall der gleiche Druck auf den Schrauben herrscht. So. So, Plastik, WD-40 bitte. Plastik, WD-40. Simmering? Super nice. Und normalerweise gehört dieses Kit hier sozusagen zusammen. Es wird immer zusammen verkauft. Ja. Kriegst du auf dem Schrottplatz immer ein Stück Plastik mit ein Stück Alurohr. Wahlweise auch Stahlrohr. Wie du eben richtig angemerkt hast, ist diese Welle jetzt relativ fest durch den Zusammenbau. Und damit die sich wieder vernünftig setzt und drehen lässt, sollte man quasi auf die jeweiligen Enden
zarte Schläge geben. Da kommt sie doch schon. So, und jetzt kannst du auch sehen, wie die Welle quasi oben links und rechts zum Gehäuse, falls man es erkennt. Noch ein bisschen dunkel, ne? Warte, pass mal auf, es gibt gar kein Vertun hier. Okay, eine Minute später. Mhm. Ja, sieht man das? Ja, ja. Was man jetzt hoffentlich sieht, dass die Welle zur linken Seite des Gehäuses und auch zur rechten Seite des Gehäuses den gleichen Abstand aufweist. Hm. Und dreht sich 1A, ganz hier schmeidig sogar. Der Setzschlag. Kann man? Ja, kann man nicht. Ne? Ja. So, packen wir mal den Zylinder aus. So, was haben wir denn hier? Wollen wir mal sehen. Dichtungen, Fußdichtung, dazu später noch mehr. Die Anleitung, der Zylinderkopf. Der eigentliche Zylinder und dort drin ist natürlich der Kolben. Und was darf natürlich auch nicht fehlen, Kolbenbolzen sowie der Kolbenring. So sieht der Zylinder aus im brandneuen, sexy Zustand. Gut, soviel zum Lieferumfang, dann bauen wir das Ding mal ein. Stage 6 Racing Zylinder, originaler Stehbolzen. Ja. So, da sehen wir so viel Restgewinde. Jetzt haben wir aber hier den Fußspacer. Wenn wir den aufsetzen, sehen wir, nicht mehr so viel Gewinde. Jetzt nehmen wir aber die mitgelieferten Stehbolzen und setzen den einmal ein. Und dann sehen wir, ja, wesentlich mehr Restgewinde und damit, ne, fühlt man sich dann natürlich auch direkt viel sicherer. Also das ist nichts, das ist zu wenig, da sind wir uns einig. Aber das mit den Langbolzen, zack, das ist eine gute Sache. Längeres Pleuel muss ausgeglichen werden um die entsprechenden 5 mm. Wir haben von 80 auf 85 geändert. Das hat also erstmal einen mechanischen Hintergrund. Grundsätzlich hatten wir ja gesagt, weswegen wir das Pleuel verlängert haben, damit sich eben die Vorverdichtung etwas reduziert. Aber man eben auch entsprechend mehr Frischgas vor den Überströmkanälen hat, da wo man sie braucht. Das ist schon brutal, ne? Was soll man wegrennen? Meint ihr, das wäre ein Teil des Zylinders? Und jetzt? Das ist eine genaue Erweiterung der Kontur. Brutal. Ich habe es jetzt natürlich jetzt nicht richtig zentrieren können, aber... Doch. Schon nice. Was ist deiner Meinung nach der beste Weihnachtsfilm? Kevin allein zu Hause. Ja. Und welcher noch? Na komm! Wer ist der zweite Teil? Der Kevin alleine in New York. Ja, das ist die richtige Antwort. Jetzt machen wir hier Lippenstift auf den Spacer. Guck dir das an. Top. Ich weiß gar nicht, wo du hinfilmen sollst, ne? So viel Action ist im Swingerclub hier. Setz dich mal nicht ganz so lazy hin. Wieso? Ich finde das geil. Ich bin so ein laidback Dude. Bisschen weihnachtlicher, wenn ich die Mütze so trage.
So, Freunde, dann haben wir hier die Innenrotorzündung, ist natürlich die Stagestix RT-Zündung. Ich zeige euch mal, was drin ist, ganz schnell. Das ist der Stator. Rotor, der sich dann, ne, wie der Name vermuten lässt, innen befindet und rotiert. Mitnehmer für die Wasserpumpe. Die Grundplatte, natürlich genauso wie der Mitnehmer in Stage 6 Orange eloxiert. Dann haben wir hier die Zündspule, CDI und das Masseband. Anleitung ist natürlich auch dabei, damit ihr ganz genau wisst, wie die Zündung einzustellen ist. Das erklären wir euch aber natürlich noch. Und die benötigten Schrauben. So. Hier noch einen schönen Karton. Auf geht's. Angefangen mit der Grundplatte. Soweit keine Überraschung. Werfen sich der erste Frage auf. Da sind ja zwei unterschiedliche Schraublöcher nebeneinander. Da könnte man das. Ne, wofür ist denn das zweite Schraubloch? Für Minarelli steht. Ah. Ist das so eine gute Info? Glaube ich. Jetzt haben wir hier den Halbmond, ganz wichtig, den Mitnehmer, hier in die Welle eingesetzt. Und da kommt jetzt der Rotor drauf. Mit der passenden Kerbe. Die ist hier. Zuck. So, Kai, hast du Fragen? Ja, du, also das ist ja jetzt hier, ne, weiterhin justierbar, sag ich mal, um später die Zündung einzustellen, ne? Oder gleich die Zündung einzustellen. Wir machen ja direkt, hä? Machen direkt, hä? Machen direkt, hä? Machen direkt, hä? Stellen wir direkt die Zündung ein? Ich würde die Spannung gerne noch etwas in die Länge ziehen, aber... Wir sind nicht bei RTL hier. Mach direkt. Mach direkt. Nicht erst nach der Werbung. So, um den Zündzeitpunkt einstellen zu können, montieren wir jetzt das Mikrometer. Das ist jetzt montiert und jetzt können wir durch Drehen sehen, wie viel vor OT oder nach OT wir sind, richtig? Genau. Kai, was heißt denn vor und nach OT? Na, vor ist vorm oberen Totpunkt und nach ist nach dem oberen Totpunkt. Das ist der Punkt, an dem der Kolben stehen bleibt und sich beginnt, in die jeweils entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Da bist du überrascht, ne, dass ich das so rausgehauen habe, ne? Kann ich mitgehen, diese Erklärung. Zwar nicht so 100.000%, aber schon verdammt nah dran zumindest. Komm, ja, ist aber schon... Ist schon wirklich überdurchschnittlich. Leicht verdaulich, vorgebaut. Kann jeder was mit anfangen. Gut. Hat das jetzt auch jeder hier mitbekommen, dass ich die Schrauben da reingedreht habe? Ja, das hat man gesehen. Das hat man gesehen, gut. Da sind die Schrauben. Ist vor allen Dingen dann vom Vorteil, dass man zu der einen Seite halt hier drehen kann. Wenn man auf der Variomatik-Seite noch keine Variomatik montieren hat, lässt es sich natürlich auch entsprechend schlecht an dem Stumpf drehen. Deswegen einfach hier behelfsmäßig die Schrauben eindrehen. Und schon sieht man auch beim Durchdrehen des Kolbens, des Motors, wie die Messuhr ausschlägt. Beim Vor- und Zurückdrehen gegen den oberen Totpunkt sieht man jetzt, dass der ungefähr da oben in dem Bereich ist. Jetzt steht hier zum Beispiel 6 Zehntel, was natürlich bei unserem Fall jetzt falsch wäre. Also justieren wir die Messuhr genau auf 0, was unseren oberen Totpunkt entspricht. Kontrollieren das natürlich nochmal etwas nach, für den Fall, dass das jetzt noch nicht hundertprozentig getroffen ist, aber das passt soweit schon ganz gut. Und gerade bei dem Thema Zündung sollte man immer insbesondere die Einbauanleitung beachten, weil man mit einer falschen Zündeinstellung doch ganz gravierend den Motor beschädigen kann. Im besten Fall läuft er erstmal nur schlecht, wenn es ganz blöd läuft, geht er halt kaputt. In unserem Fall müssten wir jetzt quasi wissen, welchen Zündzeitpunkt wir zu wählen haben. Und dafür hat StageX halt direkt in der Einbauanleitung mitgedacht und hat hinten eine Tabelle eingefügt, wo ihr die jeweiligen Zündzeitpunkte ablesen könnt. Und in unserem Fall wäre es jetzt natürlich 39,2, 39,3 Hub und 85er Pleuel. Also wären 3,17
unser Richtwert. Jetzt ist es nicht ganz so entscheidend, ob es 3,17 und 3,13 oder 3,2 sind. Das werdet ihr nachher in der Zündeinstellung nicht merken. Was allerdings schon eher ins Gewicht fällt, wenn ihr hier unten zum Beispiel 3,8 einfach einstellt. Damit würde der Motor schon deutlich mehr Vorzündung fahren und auch entsprechend wärmer werden. Es sind direkt zwei Markierungen angebracht, also diese schönen Pfeile. Für rechts steht natürlich rechtsdrehend, das wäre diese Drehrichtung. Linksdrehend wäre genau die entgegengesetzte Drehrichtung. Der Minarelli sowie Piaggio-Motor sind rechtsdrehende Motoren, also ist dieser Pfeil entscheidend für euch. Also ist das diese Drehrichtung, achte mal gerade auf die Uhr. Wenn ich jetzt in Drehrichtung drehe, komme ich gleich wieder an den eben gesetzten Nullpunkt. Ah, wo ist er? Und dreht natürlich drüber. Können wir jetzt nochmal leicht justieren. Und gemäß der eben erwähnten Einbauanleitung, wie wir ja gelernt haben, wären es jetzt 3,17 bzw. 3,2. Drehen wir jetzt genau diese 3 mm auch wieder zurück. Immer über die 0 ist 1 mm, also 1 mm, 2, 3 und das wären 3,2. Nach Einbauanleitung gegangen wären das 3,17. Von unseren 3,17 mm vor OT ausgegangen, haltet ihr jetzt den Rotor in Position, sodass ich die Kurbelwelle nicht wieder zurückdrehen kann. Achtet jetzt auf diese Markierung, die höchstwahrscheinlich sehr schlecht einzufangende Markierung hier auf dem Stator. Ja, sieht man aber. Sieht man? Ja, ja. Und dreht den Stator so, dass die beiden Markierungen, wie in diesem Fall jetzt zu sehen, genau übereinander fluchten. So. Wenn man da oben jetzt sieht, hat sich das Ganze auch nicht weiter verstellt, wenn man das entsprechend festhält. Die beiden Markierungen fluchten. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera auch genau rüber. Wenn man nicht genau davor sitzt, sieht das manchmal so aus, als ob das nicht fluchten würde. Ja doch, so haut's hin. Ja. Und ganz wichtig, immer diese beiden Schrauben hier wieder entfernen. Vor allen Dingen, wenn die so locker nur drin sind, fliegen die euch beim ersten Anmachen definitiv um die Ohren. Da wir die mechanische Wasserpumpe von dem Minarelli-Motor weiterverwenden, kommt dieses Bauteil zum Einsatz. Die Schrauben sollte man auf jeden Fall mit einer kleinen Menge, Schraubensicherung sichern. So, jetzt habe ich das ein bisschen verteilt hier. Einfach auf den Rotor aufgesetzt, Schrauben eingesetzt und festgezogen. Hier empfiehlt es sich immer, die Kurbelwelle auf der anderen Seite festzuhalten und das schon gut festzuziehen. Von dem Original Purrad benutzen wir die Wasserpumpenmitnehmer weiter. Ich habe vorher schon mal diese Gummipropfen darunter gefriemelt, damit sich die nachher auch rausdrehen lassen. Ist jetzt natürlich schon vorgelöst. Wenn wir jetzt hier so den Federring weiterverwenden, brauchen wir keine gesonderte Schraubensicherung verwenden. Den einfach eindrehen. Die haben natürlich immer mit einem Pressluftschrauber. Ist am einfachsten. Jetzt die niedrigste zu wählende Einstellung. Für die unter euch, die keinen Pressluftschrauber zu Hause haben oder denen die ganze Sache etwas zu heikel ist mit der Dosierbarkeit, behelft euch einfach mit zwei Ringschlüsseln. Dafür, die sollten natürlich schon entsprechend gut angezogen sein, soweit wie möglich, wird der Ringschlüssel einfach eingesteckt zwischen den beiden Wasserpumpenentnehmern. Und so lässt sich der jeweilig dritte im Bunde damit einfach festziehen. Dann geht ihr schrittweise einfach immer und immer weiter. So, fest. Eins, so. Kriegst einen Daumen. So. Aber wofür sind die, damit der besser in die Wasserpumpe greift, ne? Erstens
das. Zweitens ist es ein Ruckdämpfer, weil so eine Wasserpumpe ja auch einen gewissen Widerstand hat, quasi in die entgegengesetzte Richtung. Das ist, dass das alles nicht ganz so hart ineinander läuft. Das kaufe ich für einen Dollar. So, aufgrund der gesteigerten Motorleistung empfiehlt es sich natürlich, das Getriebe zu wechseln. Bei den neuen Aerox-Modellen ab 2013 oder noch später sind die Getriebe noch mal deutlich kürzer als bei den Aerox-Modellen davor. Deshalb müssen wir natürlich was an der Übersetzung ändern. Hier haben wir also jetzt ein längeres Getriebe, das werden wir verbauen. Das hier muss noch raus, ne? Da haben wir ein professionelles Ausziehwerkzeug dafür. Das Lachen. Einfach nur dieses Hoffen, dass es jetzt funktioniert. Ach, du machst das jetzt auch direkt? Ja, ja, ich klopfe das Ding jetzt da raus. Das ist ja auch... Das ist, der Deckel ist scharfkantig, ich halte ihn jetzt einfach fest und fange an zu kloppen. Was schätze ich hoch ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir einen Daumen breche? Ah ja, gering. Wie du siehst, passiert überhaupt gar nichts. Der gehört eingespannt. Rausgekloppt. So, und hier sieht man jetzt auch sehr schön den Unterschied zwischen der originalen Getriebewelle und der Austauschwelle, die wir jetzt verbauen. Hier haben wir eine schräge Verzahnung, hier haben wir eine gerade Verzahnung. Mit der geraden Verzahnung kannst du natürlich wesentlich mehr Leistung übertragen, hat natürlich den Nachteil, dass du das, dass das Ganze mehr Geräusche produziert. Also so ein Getriebe ist natürlich zu hören, während diese hier sehr leise laufen, aber dafür nicht so gut die Leistung übertragen können, beziehungsweise einfach mehr Widerstand haben und dadurch die Leistung mindern. Ja. Das verbauen wir jetzt und dann ist das Getriebethema auch erledigt. Tschüss. Die alte Papierdichtung, geh mal her, soll man auf jeden Fall durch eine neue ersetzen, weil ansonsten wird es sehr häufig passieren, dass die irgendwann undicht wird. Und dann habt ihr die ganze Suppe hier unten im Vario-Kasten drin stehen, erspart euch den Quatsch. Kommst du gar nicht so schnell mit, hm? Doch, doch, ich bin Flix. Was bist du? Nenn mich Flix. Warte, mit dem Aufsetzen bitte nochmal machen, da komme ich nicht mehr so durch. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. So, Kai. Also auf dem Motorgehäuse stehen 110, das hier sind 125, das heißt, ich lasse ein bisschen über. So, jetzt ist hier wie bei einer Zahnpastatube, ist hier oben noch so ein kleines Schutzding drauf, dass ihr wisst, dass sich da noch keiner mit die Zähne geputzt hat. So. Was sagst du? Noch ein kleiner Spritzer? Ne, ist gut. Ist gut, ne? Dann haben wir hier die Öleinfüllschraube. Aus Plastik. Wichtig ist, dass wenn ihr die einsetzt, dass hier der... Kunststoff. Das Plastik ist Kunststoff, Daniel. I got some news for you. Achtet darauf, dass der Gummidichtring weiterhin drauf ist. Das könnt ihr ganz einfach mit der Hand eindrehen. Dann könnt ihr das einfach hier mit der Hand in den Motor einschrauben. Da braucht ihr auch kein Werkzeug zu. Das wird einfach handfest angezogen. So, Öl ist drin, Getriebe ist montiert. Schraube ist drauf. Wenn alles zusammengebaut ist, könnt ihr hier mal fühlen, ob noch alles gängig ist. Und wie wir hier sehen oder fühlen, dreht sich alles ohne Widerstand und ohne zu haken. Somit ist alles in Ordnung und das läuft dann so, wie es soll. So, meine lieben Freunde, Getriebe haben wir ja zuletzt eingebaut.
Weiter geht's mit dem Antrieb. Eigentlich wollten wir hier eine Sportvario verbauen. Jetzt haben wir uns aber gedacht, komm, ist Weihnachten und was gibt es da Weihnachtlicheres als ein Stage 6 Oversize Kit? Also werden wir das einbauen. Dazu ist allerdings nötig, dass wir hier die Stege wegschleifen, damit hier der Riemen später nicht schleift. Das hätte man natürlich schon im Vorfeld machen können, als man noch die getrennten Motorhälften hatte. Haben wir jetzt nicht gemacht, ist aber überhaupt gar kein Problem. Das ist ja alles geschlossen hier soweit. Wo nötig, werden wir das Ganze abkleben. Dann wird der Motorblock fixiert und dann schleifen wir hier schön die Stege weg und dann können wir das Oversize-Kit verbauen und dann ist das auch durch das Thema. So, das ist der neue Gasgriff. Der wird geliefert auch mit einem neuen Gaszug. Und wir haben hier in dem Stage 6 Gasgriff noch diesen Taster-Schalter integriert. Und ich möchte das gleich so verkabeln, dass wir diesen Taster hier als Kill-Schalter benutzen. Dieses Mal ohne Kill-Switch, ohne rundes Gebämbel irgendwo. Probieren wir mal aus, müsste eigentlich gut funktionieren. Ist dann einfach eine cleanere Optik. Passt ganz gut zu dem Fahrzeug. Ist ja fest genug, oder? Ja, ist der Lenker schmaler geworden beim neuen Aerox? Soll es das heißen? Kann es dir nicht sagen. Es sieht danach aus. Wird der hier dicker? Nee, auch nicht. Gut, dann müssen wir hier noch ein bisschen Futter drunter. Aber ja, oder ich nehme hier was vom Material ab. Das geht auch, ne? Das ist vielleicht einfacher, ne? Ja. Damit die Finger nicht mit abgetragen werden. Die sind heiß geworden, ne? Die sind heiß geworden. Und? Jo. Ha! Funktioniert. Funktioniert, natürlich. Oh, ist fest, knüppelfest. 1A. Super, prima. Fahr erkannt, Gefahr gebannt. Diese gut. Also pass auf, wir verbauen das Teil hier, so ein kleines Stage 6 Multi-Instrument. Weil der originale Tacho vom Aerox keine Drehzahlangabe hat und auch keine genaue Angabe zur Wassertemperatur bietet. Deshalb verbauen wir das. Wir wollen immer genau überwachen können, wie heiß läuft oder kalt läuft unser Motor und auf welcher Drehzahl fahren wir. Ja, super wichtig, kennt ihr alle, zum Vario abstimmen. Auf jeden Fall unerlässlich, dass man ein Drehzahlmesser am Start hat, um die Geschichte gut abzustimmen. Wir werden den Motor ja später auf dem Prüfstand abstimmen. Trotzdem ist es immer wichtig, dann auch auf der Straße immer gegen zu prüfen. Fahren wir immer noch auf der Drehzahl, auf unserer Leistungsdrehzahl, die wir jetzt hier auf dem Prüfstand ermitteln, aber ihr könnt das natürlich auch auf der Straße selbst ermitteln. Unerlässlich, sage ich mal, bei einem Fahrzeug mit Vario-Antrieb, mit CVT-Antrieb, besorgt euch ein Drehzahlmesser. Guck mal, das ist wie in der Industrie, ist sogar mit Wahnsinn. Das war schön. So, wie zuletzt schon angekündigt, wollen wir ja jetzt doch das Oversize-Kit verbauen. Den Motorblock haben wir bereits angepasst, das habt ihr ja gesehen. Hier haben wir jetzt alle Komponenten, die wir dafür brauchen. Die Oversize-Vario, genauso wie den Wandler, den ich jetzt hier hoffentlich rauskriege. So sieht der aus. Dann haben wir natürlich den passenden Riemen, die Tor-Control-Kupplung, die Lüfterscheibe sowie die Kupplungsglocke. Ja, also alles vorhanden. Das können wir jetzt schön in einer Tour einbauen und dann ist das Thema Antrieb soweit auch erstmal erledigt. So. So, das hier, das Originalteil, machen wir runter. Wir verbauen eine MTKT-Heckverkleidung.
Sieht schnittiger aus. Der kleine Wulst hier fürs Kennzeichen, das entfällt, die Blinker entfallen. Wir verbauen ein Straight-Rücklicht mit integrierten Blinkern. Oh, ganz schick. Hi, mach doch mal da drauf. Ja, hab ich doch. Komm, mach drauf. Mach drauf. Eine halbe Stunde für den Scheiß. Ja, ach nee. Eine halbe Stunde für den Scheiß. So, wie ihr sehen könnt, ist das Oversize-Kit jetzt komplett verbaut. Wir müssen natürlich später nochmal hier oder hier öffnen, um Gewichte oder Federn zu wechseln, um den Motor aber fertig zusammenzubauen. Reicht das jetzt erstmal so, dann können wir später auf dem Prüfstand schauen, wie das in der jetzt verbauten Art und Weise läuft und dann gegebenenfalls nochmal abstimmen weiter. Machen wir weiter mit dem Rest des Motors. So. Zeit für die Hochzeit. Ja. Fertig. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, der Motor ist jetzt soweit drin. Jetzt hat sich hier allerdings noch eine ganz andere Problematik für uns aufgetan. Und zwar geht es darum, das Einlasssystem bzw. damit verbunden den Vergaser zu montieren. Idee war eigentlich, das Ganze nach hinten zu montieren. Geht natürlich nicht hier wegen des Rahmens bzw. der Aufhängung. Dafür haben wir dann natürlich diese Subframe, die es dafür gibt. Da seht ihr jetzt hier diese Aussparung, so kann der Vergaser dann nach hinten montiert werden. Jetzt ist allerdings das Problem, dass scheinbar bei den neuen Aerox-Modellen ab 2013 die Aufnahme hier anders ist von der Breite als früher. Somit passt die Subframe nicht mehr. Naja, nicht so wild, haben wir gedacht. Dann montieren wir halt den Vergaser nach vorne mit dem Einlasssystem, also so. Wenn man das allerdings macht,
haut das wiederum nicht hin, weil jetzt hier bei der neuen Aerox dieses Stück ist. Und das kannst du auch nicht einfach rausflexen, weil hier das Helmfach und somit die Sitzbank drauf sitzt. Ja, das heißt, wegflexen geht auch nicht. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen den Kopf zerbrochen, sind allerdings zu einer Lösung gekommen. Und zwar haben wir einen Ansaugstutzen, und zwar diesen hier, diesen Ansaugstutzen. Und den können wir hier in dieser Aufnahme drehen. Das heißt, dadurch haben wir die Möglichkeit, den Vergaser weiterhin nach vorne zu montieren, allerdings dann ein bisschen zu versetzen, sodass wir das Ganze ein bisschen nach hier oder nach hier, das werden wir dann gleich sehen, montieren können. Damit wird das Ganze dann wahrscheinlich immer noch eng sein, aber auf jeden Fall definitiv besser zu bewerkstelligen als einfach nach vorne wie mit diesem System hier. Ja, probieren wir das Ganze mal aus. Da sollten wir auf jeden Fall irgendeine Lösung finden können. Ist natürlich auch wichtig hier, dass wenn ihr den Motor schon zusammen habt, aber noch andere Arbeiten am Motor vornehmt, tut euch den Gefallen, stopft ein Stück Lappen oder Papier in die Öffnung, klebt das Ganze ab, dass euch nicht irgendwas in das Motorgehäuse fällt, ohne dass ihr es mitbekommt. Sonst erlebt ihr natürlich beim ersten Anlassen eine böse Überraschung. Ich erkläre euch gerade noch, was wir an dem Membranblock geändert haben. Ist eine simple Geschichte, und zwar geht es hier um diese Anschlagbleche. Der Membranblock kommt mit zwei Varianten. Wenn ihr den bestellt, sind da diese Teile drauf. Statt diesen kleinen Plättchen hier, die liegen aber auch bei, mit in der Packung. Der Unterschied ist folgender. Diese Teile hier, die lassen die Membranplatte, die hier drauf sitzt, lassen die hier anschlagen. Das sind so Anschlagbleche für die Membrane. Das wird deshalb gemacht, um die Langlebigkeit dieser Membranplättchen ein bisschen zu vergrößern. Das heißt, es empfiehlt sich auf, naja, ich sag mal Straßenmotoren, Motoren mit hohen Laufleistungen, empfiehlt sich das, diese Plättchen hier zu verbauen, um eine lange Lebensdauer der Membranplatten sicherzustellen. Wenn ihr jetzt einen Rennmotor aufbaut, der auch wirklich viel Leistung abgeben muss, dann solltet ihr diese kleinen Anschläge verwenden. Dadurch öffnet die Membrane so weit, wie sie eben kann, wie es der Unterdruck im Motor erlaubt. Und das sorgt natürlich dann auch für etwas mehr Leistung. Das heißt, wir wollen hier natürlich alles, was geht, machen, sage ich mal. Zwar immer noch im Plug-and-Play-Rahmen, so wie es aus der Verpackung kommt, aber das sind so die kleinen Tricks und Kniffe, mit denen man da so ein bisschen was rausholen kann. So, wir machen noch eine kleine Anpassung am Membranblock. Diese Stage 6 Membranblöcke und Ansaugspacer. Die Membranblöcke werden mit so einem Venturi-Einsatz hier, so einem Stuffer geliefert. Der ist passend immer auf die jeweiligen Stage 6 Ansaugstutzen und Ansaugspacer. Dadurch, dass wir jetzt aber durch diese Rahmenkonstellation Platzprobleme das Stage 6 Teil nicht verbauen können und einen anderen Ansaugstutzen verwenden, sollten wir auch diesen Stuffer hier anpassen. Also das ist ein relativ unscheinbares Bauteil, ist aber, hat einen Grund, warum das genau passt. Das ist einfach sehr leistungsfördernd, wenn dieser Übergang Ansaugstutzen im Rahmenblock sehr gleichmäßig ist und eben in dieser Kontur hier geformt ist, und ich fräse das noch ein bisschen aus, damit diese Übergänge wirklich super schön passen. Alles klar. So, jetzt haben wir hier den Membranblock zusammen mit diesem 5 mm Spacer. Der ist dafür da, dass die Membrane nicht so nah an der Kurbelwelle anliegen. Hier ist der Vergaser auf dem verstellbaren Ansaugstutzen. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das Ganze zusammenpasst und wie viel Platz wir da noch haben. So. Wenn wir das jetzt so anhalten, sehen wir kommen jetzt unter dem Rahmen entlang. Das scheint soweit zu passen.
Platz für einen Luftfilter scheint auch noch zu sein. Das müssen wir uns später im Detail angucken. Aber ich denke, so sind wir schon mal ein Stück weiter und stoßen zumindest mal nicht mehr oben am Rahmen an. Also scheint das zu funktionieren. So, wir haben den Öltank ausgebaut, weil wir unser Benzin selbst mischen. Empfiehlt sich bei getunten Motoren auf jeden Fall die originale Ölpumpe auszubauen. Im Tank ist jetzt noch alter Sprit drin, ungemischt, ohne Öl. Da wir auch nicht wissen, wie alt der Sprit ist und wie viel da drin ist, lassen wir den alten Sprit ab und füllen dann nochmal mit frischem Gemisch auf. Hallo Freunde. Ja, ist schön. Hi, wie geht's euch? Was habt ihr heute so gemacht? Bist du sicher, dass das die richtige Schelle ist, Kai? Das ist die, die dabei war. Hast du schon mal den Flansch angebaut? Ich habe den Flansch angebaut. Ich kann ihn noch ein bisschen fühlen, ob der auch zentriert ist. Das macht auf jeden Fall immer Sinn. Hier geht der Auspuff später besser drauf, oder? Nein, das. Ich meine den Übergang Flansch zum Zylinder-Auslasskanal. Das muss ja auch stimmen. Ihr habt hier Langlöcher drin, da kann man das immer ein bisschen ausrichten. Das sollte schon zentriert sein. Also der Durchmesser hier sollte zum Durchmesser-Auslasskanal-Zylinder passen. Nicht irgendwie, dass hier so versetzt ist, das ist schlecht, soll schon fluchten. Brauchst du den Juffen hier? Da ist er schon. Zeig mal her den Juffen. Das ist aber auch scheiße gedreht hier. Boah, das ist aber ultra, ultra eng hier. Das ist so ein hier immer. Immer Rudi, das ist ja hier. Boah, gut, schau mal, Leute. Geil. Funktioniert. Funktioniert? Sehr schön. So, das Fahrzeug läuft. Uns ist nichts um die Ohren geflogen. Jetzt muss natürlich noch abgestimmt werden. Aber das machen wir nicht mehr heute. Es ist schon spät. Jetzt geht's erstmal nach Hause. So, liebe Freunde, es ist ein neuer Tag. Es wird weiter geschraubt. Wie ihr gesehen habt, das Fahrzeug läuft ja inzwischen. Jetzt montieren wir schon mal einen Teil der Verkleidung, zum Beispiel den Unterboden, dazu muss jetzt das Federbein und so weiter noch mal raus und dann geht es später auf den Prüfstand. Immer wichtig, Oi zu rufen, wenn die Schraube aufgeht. Oi! Ja, du kannst hier mal mit anlangen, weil da ist ja hier Spannung drauf. Kann der Unterboden montiert werden.
Also ich hätte gesagt, dass das schon irgendwie da reingehört, so. Ja, du hast die Schraublöcher passen da ja übereinander. Hast du die Lösung gefunden? Yes! Ach, guck mal, ja. So kommt das da drauf. Ja, es wird der Geröllheimer da drauf gemacht. Natürlich die Frage, was mit den Schraubpunkten hier ist. Die benutzt man dann weiter, ne? Ja. Müssen wir gleich mal gucken, was da alles montiert wird. Ja. UBB-Einbau. Und passend zur Federgabel vorne beklebe ich jetzt hier noch das Doppler-Federbein mit Aufklebern aus unserer Stickerbomb. Da sind ja zum Glück einige dabei, aller möglichen Farben und Designs. Und da werde ich jetzt mal gut draufpappen. Da ist das Ding. Tada! 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 Nice! Stickerbomb, die gibt es immer noch bei uns im Shop. Hm? Geil! Toll! Kannst du es auf dem Kinn balancieren damit? Oder auf dem Kopf? Mach's mal auf dem Kopf! Mach's mal auf dem Kopf! Nein! Dann versuch ich es! Problem ist, der Krichel ja. Muss gleich eh hier noch mal ein bisschen dran rumfräsen. Ja? Ja. Warum? Weil du ja schon eben gesehen hast, dass das da ganz geil passt. Kannst du mal... Ja. Ja. Oh, das passt ja. Du musst auch das Licht erstmal hier richtig durchfesten. Gib mal richtig Saft da drauf. Richtig Power. Ja, könnte tatsächlich so passen. Ne? Ja, sicher, der zieht sich schon mit der Schraube, mit der Spannung zieht er sich in Position. Ja, theoretisch könnte das schon was sein, ne? Ich hoffe, ihr. War da noch keine Tinderperle enttäuscht? Ah. Wobei, einer hat mal gesagt, der wäre schon klein. Ich bin mir nicht sicher, dass das die richtigen Dinger dafür sind, weil die stehen nämlich jetzt auch noch so ugly ab da. Ne, bei mir steht nichts ab, bei mir ist alles cool. Guckst du bei mir an, bei mir ist top. Ja. So, hast du unten Mufti Nupsi? So, ja, wir müssen auch noch das Rücklicht anschließen und sowas, ne? Das auch noch gar nicht gemacht. Scheiße, es sind halt auch blanke Kabelenden. Yep. Ist geil, ne? Also einmal Lothar Matthäus oder was? Lothar Matthäus, versteht er? Oh, geil. Damit der hier blinkt, muss diese Verkabelung jetzt hiermit kombiniert werden. Ist das korrekt? Kombiniert, ja. Gut kombiniert, was? Wie bei Monkey Island. Ja, alles klar. Also grün auf schwarz. Es riecht voll ein bisschen nach Weihnachten, ne? Ja? Findest du nicht? Ja, geht so. Das Lötze ein bisschen nach Weihnachten riecht. Dir geht, jetzt musst du zufrieden grinsen. So, setzen wir mal das Hemd wieder rein. Guck mal, ich habe sogar eine kleine Überraschung hier im Hemd. Kannst du das sehen? Da sind noch ein paar Sticker übergeblieben vom Federbein. Komm, guck mal hier rein. So. Setzen wir mal ein hier. Nee. Irgendwo liegt der Juffen noch auf. Ach komm mit. Ah nee, der passt. Guck mal, wir sitzen hier. Ne? Da sind die Schrauben. Löcher liegen auf. Schrauben sind hier im Hemdfach. Gar nicht lang überlegt, direkt festwichsen. Direkt anknallen die Schrauben. Kommt mir nur so vor, als wenn das nicht die richtige, die hier passt. Das ist natürlich das Schöne, wenn man die Schrauben sucht, hat sie schon überall Sticker reingeschüttet. Ne? Das macht es natürlich nicht einfacher. Das ist aber dennoch gefunden, glaube ich. So, jetzt wird hier angezogen.
was haben wir hier? Ist das eine 10? Fest. Die ist auf jeden Fall fest. So, Profi-Tipp, ihr hättet ja auch ruhig was sagen können. Bevor man das Helmfach festschraubt bei der neuen Aerox, machst du natürlich zuerst noch hier den Siebenstein. Den Siebenstein drunter, der kommt nämlich hier mit drauf. Das heißt, muss ich natürlich leider die Verschraubung noch einmal lösen. Aber, und so viel kann ich euch im Vertrauen sagen, das ist bei diesem Projekt nicht das erste Mal, dass wir nochmal was demontieren. Mach das nochmal ab. Das ist nicht einfacher, das Ganze einfach nochmal rauszuschrauben? Nee. Nein? Keine Option. Hör mal, am Ende entscheidet das Ergebnis. Jetzt sehen wir hier den Upsi. Da muss ich. Ja, guck mal, hier ist ja so ein Rand, der ist ja nicht zum Spaß da. Da muss ich. Der Upsi. Ist der Roller gut fest vorne? Da ist immer ein bisschen. Ja, jetzt guck mal, jetzt passt halt. Jetzt ist gut. Dann ist gewonnen. Wofür kommt denn hier diese Dichtung mal rein? Ja, damit das so du, damit da kein Marder durchkommt, ne? Kein Marder. Ja, kein Marder durchkommt. Das ist der typische Marderschaden. Genau, da kommt eigentlich so ein Gummiring rein, dass da kein Marder hier durchkommt. Aber da der Roller eh so schnell ist. Hat ja eigentlich schon mal einer gesagt, dass du mit dieser goldenen Uhr ziemlich reich aussiehst? Ja. Wie teuer waren die? Soll ich sagen, was die Uhr gekostet hat mit Versand aus China? 1 Euro. Geil. Hab die sogar zweimal gekauft. Ne? Siehst du sogar echt ziemlich reich aus. Zweimal gekauft. Du. Wer lang hat, kann lang hängen lassen, sag ich immer. Jetzt der spannende Moment. Ist montiert, das ist fest. Gucken, ob er aufgeht. You sneaky. Geil, so. Seitenbacken montieren und dann ist das Heck parat. Oh, ich muss dir was verraten. Das wird dir nicht schmecken. Das wird dir überhaupt nicht schmecken. Ne? So, und jetzt kommt die Überraschung. Was muss man zuerst montieren, bevor man das Helmfach und alles andere montiert? Ich habe sogar den scheiß Zuchter schon eingegangen und festgeschraubt. Also, Freunde, bevor ihr das Helmfach und alles montiert, erst die Seitenbacken. Ne? Kommt, machen wir mit. So. Jetzt ist das Heck komplett, guck mal. Komm, mal das Helmfach noch reinmachen. Dann ist er gut. Der Juffel. Sieht richtig knackig aus, sogar. Ist geil, wenn du eine Tankstelle oder so fährst, vor machst du so. Jetzt denken alle, wir hätten eine Helmfachanlage eingebaut. Wir hatten gerade genau die gleiche Gedanken. Aber ist hier nur meine Billigbox. Steve Paul. Zieh ich hier noch die Schraube an, mach von hinten Mutter drauf. Und dann ist das Thema Front fürs Erste auch erledigt. Natürlich fehlt die eigentliche Front noch. Wir lassen das hier aber noch frei für den Prüfstandslauf, damit wir hier den Lüfter schön draufballern lassen können. Ja, aber im Prinzip ist jetzt schon mal größtenteils auch verkleidungstechnisch alles zusammen und jetzt können wir tatsächlich demnächst auf den Prüfstand. So, Zeit für Prüfstand. Gutes Barkling Gerolsteiner in den Kühler, ja. Damit es schon richtig Druck aufbaut. Ist natürlich nicht sparkeln, ist natürlich auch kein Geräusch. Still, ist ganz stilles Wasser. Tafelwasser ist das sogenannte. Könnte man mal noch Luft drauf machen auf den Reifen. Ah. Und wie viel Bar ballerst du da jetzt drauf? 2. Großer Reifen, ne? Da brauch ich Luft. So, jetzt wird hier erstmal das Schnüffelstück am Auspuff montiert. Das für die Abgase, hä? Naheliegend. Hier ist gut kombiniert. Also, oi, oi, oi. So.
Das ist jetzt der allererste Lauf auf dem Prüfstand, ist alles nur zusammengesteckt. Wir haben Bedüsung so wie so ein Vergaser war, läuft wahrscheinlich etwas zu fett, aber wir werden es jetzt sehen. Alter, 8! Alter! Ich hab die Maus runtergeschmissen! Hier, film mal, ob ich da dran komme. Aua! Aua! Voll auf den Stecker gekniet! Ah! Oh! Fuck! So, wo waren wir stehen geblieben? 18,93, Alter! Im ersten Lauf! Das ist krass! Ja, nur um das nur als Info für euch. Wir haben jetzt quasi zusammengesteckt, also alles so, wie es aus der Packung ist quasi. Der Vergaser mit der Bedüsung, die drauf war, stimmt der, so haben wir nichts dran gedreht. Selbe gilt eigentlich für das Oversize-Kit, die Gewichte, die dabei waren, die Feder, einfach alles so montiert, nichts angepasst. 18,93 PS im ersten Lauf, also das Ding für uns wird halt jetzt noch ein bisschen dran zu drehen, also Bedüsung vielleicht noch ein bisschen anzupassen und zu gucken, was dann noch geht. Ist natürlich jetzt schwieriger, da jetzt noch 4 PS rauszuholen, als hätten wir jetzt im ersten Lauf 15 PS gehabt und wären dann auf die 18,9 gekommen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen final kitzeln, aber für zusammengesteckt und ersten Prüfstandslauf 18,93 ist schon heftig, ist mehr als ich gedacht hätte. Wie sieht's bei dir aus? Zeig dein Daumen, ja krass. Cool. Ja, bin ich ja schon mal sehr begeistert, sehr zufrieden damit. Neißenstein. Und das alles mit schlanken 54 Grad. Geil! Ja, gut. Aber Gewichte? Sind drin, habe ich eingebaut. Bist du? Da. Ja, warte. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und der wurde ja quasi von Lauf zu Lauf wärmer, der ganze Antrieb. Und von Lauf zu Lauf wurde ja quasi die Leistung auch besser. Und auch der Antrieb hat besser funktioniert. Halt, ne? Wenn du jetzt hier guckst, da überdreht er natürlich ein bisschen halt. Da hat er mal 14,1. 13,8 sind mal gerade eine Differenz von noch nicht mal 300 Umdrehungen halt. Ne? Hinten fällt er halt ein bisschen ab mit der Drehzahl. Aber es sind halt auch nur 300 Umdrehungen halt. In der Differenz ist es hinten 1 PS, was dir zu vorne fehlt. Jetzt kannst du das natürlich hinten noch quasi wieder ein bisschen anheben von der Drehzahl, dass du da halt quasi eine Leistungsgrade hast. Ne? Aber in dem Bereich von 1 PS schwanken, bei der Leistung. Also haben wir eine Punktlandung hingelegt, quasi out of the box. Ja, das kriegt man aber normalerweise auch mit dem Antrieb halt so hin. Halt, ne? Ist jetzt nicht das erste Mal, dass uns das leider genau so passiert, sag ich mal. Dass direkt gut ist. Ja, das war halt vorher auch schon öfters so halt. Ja. Man will ja immer einen großen Unterschied halt haben, damit man möglichst viel zeigen und erklären kann, wenn was ist. Dann müssten wir es, glaube ich, beim nächsten Mal so richtig scheiße zusammenbauen. Ja, dann sind wir ja schon fertig. Was filme ich denn jetzt, Daniel? Wir machen jetzt gleich den Vario-Kasten auf, dann mache ich den mal sauber, dann gucke ich, wie die Ausdistanzierung von dem Keilriemen ist, wie der Abrieb von dem Keilriemen ist. Vielleicht entscheide ich mich im Gegensatz zu dem, was ich eben gesagt habe, doch noch gleich dazu, irgendwie leichtere oder schwere Rollen reinzumachen oder die Gegendruckfeder anzupassen. Das gucke ich aber gleich, das entscheide ich gleich. Okay. Okay.
14.1 hat er maximal gedreht. Was sagt der Prüfstand? Wo steht es? Ah ja, hier. Da. 14.16, naja gut. Das ist doch ziemlich deckungsgleich. Schon erschreckend nah dran. Ja. Ja, ich kann dir sagen, dass diverse meiner Serienfahrzeuge mit dem... Nee, das hat nicht. Aber der ist gut. Der ist gut, ja. Also die Aprilia, die RS, die zeigt eher so 800 zu viel an oder so. Hier, jetzt habe ich eben Angst gehabt, dass hier ganz brutal viel Keilriemenabrieb im Variokasten ist. Aber, wie Sie sehen... Sehen Sie nichts. ...ist noch alles gut, hä? Ja. Und woran liegt das, dass wir das Ding so schön angepasst haben auf Oversize? Was? Hat der Keilriemenabrieb damit zu tun? Naja, wenn es nicht angepasst ist, dann schleift der Keilriemen und treibt ab. Ja, oder... Der Keilriemen hat auch einfach so Verschleiß, weil die Oberfläche ja von dem Antrieb hier relativ rau ist. Eigentlich wollte ich eher darauf hinaus und nicht, ob das jetzt schön oder schlecht angepasst ist. Ist natürlich ultra geil angepasst, hat ein super geiler Typ gemacht. Mal gerade so. Ja, das wohl war? Weiß ich nicht. Ja Kai, was würdest du da jetzt so machen? Ich würde in der Bedüsung mal testweise mal so um 8 Nummer nach unten gehen. Und dann würde ich nochmal einen Lauf schrubben und dann gucken, ob die 2 vorne steht, ne? 8 Nummern? Ja. Wie viel würdest du runtergehen? Keine 8. Würdest du eher so, ja, aber 2 merkst du nicht. Oder 4. Ja, bist halt eher so der Draufgänger, sehe ich. Ja. Was war denn eigentlich die Leistung, die du gerne ursprünglich haben wolltest? Du hattest doch irgendwie darum gesprochen, um 18 PS wärst du wirklich glücklich. Ja, ist richtig. Aber jetzt, wo ich sehe, dass da die 19.36 stehen... Und dann habe ich ja tief gestapelt und gesagt, dass das ja bestimmt auch mit 17 PS ganz cool wäre. Mhm. Jetzt ist schon über 19. Ja, jetzt habe ich aber gesehen 19.3 und jetzt ist für mich die 20 in greifbarer Nähe. Ne? Und ja, zwar vor allem 19.3 ohne einen nennenswerten Griff gemacht zu haben. Ja, und also, wenn ich jetzt überlege, wenn wir jetzt vielleicht mit einer kleinen Anpassung noch 20 PS quasi out of the box gesteckt hinkriegen würde, das wäre ja schon geil. Was ist, wenn du das jetzt nicht hinkriegst? Ja, dann haben wir es halt nicht hingekriegt, dann ist es immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Aber wir sollten es auf jeden Fall mal versuchen. Ja, dann mach da unten mal die Muffe auf und dreh mal die Düse raus. Ja, weißt du, was dafür dann wieder raus muss? Was denn? Das Helmfach. Nee. Doch. Quatsch. Doch. Dann lass so. Nee. Schwachsinn. Ist ja quasi ungeöffnet. Der knackt noch. Oh. Wie fühlt das knackt. An der erste zu sein? Knackt bei dem ersten Öffnen. Ja. Bitte jemand zur Rezeption kommen. Das ist 130? Ja. 130. Okay, was kloppen wir jetzt rein? 125? 126? Zeig du mir mal eine 126er Düse. Ah, 125 gibt's ja. Ja, dann machen wir 125 rein. Was ist, wenn die Karre wegklemmt? Was machst du? Dann machst du 128 rein. Was für eine Düse! Was für eine Düse! Ich lass dich mal hier allein. Was hast du denn jetzt für eine Düse? Ich habe jetzt eine 125er genommen, wobei ich mir fast sicher bin, dass die dann doch ein bisschen zu sportlich ist. Aber also meinst du, dass er da wegklemmt? Wenn ich meinen würde, dass er direkt wegklemmt, würde ich sie nicht einbauen. Das ist ein gutes Argument. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sprung auf 128 quasi keiner gewesen wäre, wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, deshalb 125, ne? Weil 126 gibt's ja nicht, auch wenn du das erst nicht wusstest, aber... Mhm. Meinst du, ist jetzt fest genug? Nehmen wir noch ein bisschen. So? Ja, jetzt ist gut. So? Nee, ist gut, reicht nicht. Zieh das mal lieber noch ein bisschen locker. Hier, kannst du das bitte mal gerade? Wo soll ich das denn hin? Ich bin am Filmen. Wenn das jetzt von irgendeinem Magnet angesaugt wird, quer. Du siehst, dass mich das sehr... Hält das hier oben auf dem Lüfter? Nein. Ich stell's auf den Boden. Aber der Boden ist nicht magnetisch. Der Boden ist Lava. Ja, das war gut. Das war der Money-Shot. Yeah.
So, also wir haben jetzt hier eine Leistung von 20,44 PS. Ist eine Top-Sache. Wir haben nur geringfügige Änderungen vorgenommen, also das ist weitestgehend out of the box so. Mehr Leistung könnte man natürlich noch rausholen, wenn man am Motor dremeln würde. Das haben wir uns aber bewusst vorenthalten, damit ihr seht, was ihr mit diesem Setup, wenn ihr es so kauft und zusammensteckt, erreichen könnt. Über 20 PS ist hier die Antwort. Damit sind wir sehr zufrieden. Jetzt geht es weiter daran, den Rest des Rollers zusammenzubauen, sprich Verkleidung und so weiter. Also räumen wir das Ding jetzt aus dem Prüfstand raus. Was sagst du? War geil, oder? Geht so. Guck dir das an, Kai. Nur noch passende Luftfilter gefunden für diese engen Verhältnisse, ha? Huh? Oh, sieht so aus, ne? Ich sag mal, warum Papier eine gute Idee, aber mit der Breitreifenfolge das auch nicht hin. Selbst wenn ich das jetzt hier mal so runterziehe, wie es denn wäre. Kannst du vergessen. Du stehst mitten im Bild, Digga. Geht nicht. Ja, das. Also ist nicht mal knapp. Ne? Ist nicht mal knapp, passt einfach. Also für normale Felge sicher ein tolles Teil, aber für Breitreifenfelge passt leider nicht. Tada! Neißenstein. Guck mal. Hm? Fahrzeug ist soweit zusammengebaut, alles gut. Fehlen noch ein paar Feinheiten, wie zum Beispiel Beklebung. Die wollen wir selbst plotten. Was fehlt uns natürlich noch? Weiße Plotterfolie. Die gehen wir jetzt erstmal holen und dann werden wir hier hinten noch ein paar Decals anbringen, wie man so schön sagt. Hey, Georgie. Hey, Georgie. Wir können alle fliegen hier unten, Georgie. Sieht aus wie Taxi Driver, wenn er raus ist. Wir haben jetzt hier weiße Plotterfolie und wir haben zur Sicherheit auch noch schwarze Plotterfolie. Damit können wir plotten. Nenn mich Harry Plotter. Tada! Du kannst mal dein Gesicht daneben halten. Reicht dir das als Antwort? Ja. Ja. Geil, Dicky. Das mal hier im Gesamten. Mach mal dein Gesicht daneben. Ja. So. Machen wir abschließend noch einen Rundgang ums Fahrzeug, damit ihr wisst, was alles drin und dran ist, was wir verbaut haben. Fangen wir direkt hier vorne an mit der Stage 6 RT Oversize Bremsscheibe, die wir hier verbaut haben, beziehungsweise die verbaut war an dem Fahrzeug von uns im Vorfeld schon. Gabel vorne ist die originale Gabel. Verkleidungskit haben wir eine Kombination aus dem Straight-Verkleidungskit. Hinten am Heck haben wir das MTKT-Heck, dazu kommen wir dann später noch.
Da müssen wir gleich oben abfilmen. Oben haben wir das, das State 6 Multi-Instrument. Kommen wir zum CVT-Antrieb. Da sieht man jetzt von außen nicht viel. Innen drin ist aber einiges passiert. Das habt ihr ja mitbekommen. Haben das komplette State 6 Oversize-Antriebskit da drin. Du weißt, warum ich den ganzen Schnittaufwand habe, ne? Ja. Dann haben wir hier das Doppler-Luftfederbein, das, wie der Name schon vermuten lässt, nicht mit einer Feder, sondern mit Luftdruck arbeitet. Das hat den Vorteil, dass man hier durch Wegnahme oder Hinzufügen von Luftdruck das Verhalten des Fahrwerks noch beeinflussen kann. Kommen wir zum Rad hinten. Da haben wir ein ganz besonderes Schmankerl, also nicht nur hinten, sondern auch vorne, haben wir hier die Stage 6 Breitreifenfelgen in Chrom. Die gibt es so schon seit einer ganzen Weile nicht mehr zu kaufen, waren nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Die waren hier an dem Fahrzeug von uns vormals schon montiert worden, haben wir jetzt dran gelassen, sieht natürlich top aus und da hat der Gewinner dieses Fahrzeugs natürlich am Ende noch ein extra feines Schmankerl. Kommen wir zum Auspuff, zu der Trompete, wie ich so gerne sage. Da schüttelt er den Kopf. Trompete kann man gut sagen zu dem Ding. Der Knallrüssel. Knallrüssel ist auch nice. So, kommen wir zum Auspuff. Hier haben wir den State 6 R1400 Auspuff verbaut, der natürlich hier ganz besonders fein aussieht. Haben wir hier eine schöne Prägung auch, die das Ganze nochmal aufwertet. Dann können wir auch gleich einen Blick aufs Heck werfen, was ich eingangs schon mal erwähnt hatte. Das ist das MTKT Komplettheck. Das besteht hier aus den Seitenverkleidungen, dem Heckdurchgang und hier haben wir zusätzlich noch das Straight LED Rücklicht verbaut. Das heißt LED Rücklicht und Blinker zusätzlich noch. Das heißt, die Blinker, die hier wegfallen, wandern ins Rücklicht und dadurch ist dann diese schmalere Form möglich. Dann haben wir hier nichts. Wir müssen vielleicht mal auf die andere Seite, da sieht man den Motor besser. So, kommen wir zum Motor. Hier haben wir verbaut den State 6 Racing MK2 Zylinder. Der sitzt auf einer State 6 RT Welle mit 85er Pleuel. Hier haben wir eine gesteckte Leistung von 20,5 PS. Das ist also die Leistung, die man da gesteckt wirklich rausholen kann. Als Vergaser haben wir dafür einen State 6 RT-Vergaser benutzt mit 28er Durchlass. Als Ansaugstutzen haben wir hier den verstellbaren von Polini gewählt, damit wir hier mit dem Platz hinkommen. Das Ganze läuft in einen State 6 RT Vuitton Membranblock mit Carbon-Membranplättchen und darunter sitzt noch ein MXS Membranblock-Spacer. Und so sitzt das Ganze dann auf dem Motor. Hier unten seht ihr jetzt die Zündspule der State 6 RT-Zündung, die wir hier verbaut haben. Die Zündung selbst sitzt jetzt natürlich unter dem Wasserpumpendeckel. Das heißt, die könnt ihr jetzt nicht sehen, habt ihr aber beim Einbau ja ausführlichst gesehen. Das heißt State 6 RT-Zündung. Ja, und ich denke, das ist im Groben soweit alles, was wir eingebaut haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare, dann beantworten wir diese natürlich gerne. Tschüss. Zieh mal eine Grimasse bitte. Man sieht dich genau zwischen Verkleidung und Federbein, wie in einem Rahmen. Guck mal, da ist der Roller, da ist der Daniel. Mach mal einen Kussmund. Nochmal? Nein. Noch einen machen einfach. Wir wissen jetzt, wie es geht. Ist alles angeschlossen. Guck mal, sogar Blinker, LED-Dicky. Ja, du musst die Jacke ausziehen. Nee. Ja, komm, du hast, hier sind es 4 Grad drin, Alter. Ja, und das ist ja nur für das Video. Ey, was wollen Sie von mir? Mach die Jacke ausziehen. Das machen wir das State 6 auf. Ich box dich weg. Guck, du siehst aus, als wärst du gerade irgendwo von der Dachziegel gefallen. Jetzt komm. Siehst du, siehst du direkt viel besser aus. Komm.
So, das war's von der Weihnachtstunerei. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie der Daniel und ich. Wir hatten sehr viel Spaß. Machst du jetzt? Hör auf, so zu schnatzen. Heute ist der 24. Heiligabend heißt das. Das heißt leider auch der letzte Teil der Weihnachtstunerei. Wir möchten euch an dieser Stelle einfach im Namen der ganzen Firma ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Natürlich einen guten Rutsch und vor allem viel Gesundheit, ne, fürs Jahr 2018 kommt. Ne? Danke. 2018 auch für dich, Daniel. Für dich auch. Ja. Das Fahrzeug ist fertig, ihr habt es gesehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Bauen. Das Fahrzeug wird im Januar verlost an einen der Leute, die vom 1. bis 31. Dezember bei uns im Shop bestellt haben. Wir werden das Fahrzeug auch wieder persönlich vorbeibringen. Ich auch. Du auch. Ich auch. Ich auch. Ja, auch. Wir kommen zusammen. Wir kommen zusammen. Viele werden jetzt sagen, hä, was ist mit Probefahrt? Die haben ja gar keine Probefahrt gemacht. Ist natürlich richtig, aber wenn ihr rausschaut, ist es bei euch wahrscheinlich genau dasselbe wie bei uns. Es regnet durchgehend. Und so ein Fahrzeug beim Regen zum ersten Mal zu fahren, auf einer Luftfilter und so weiter, das klappt eh nicht richtig. Deshalb sparen wir uns diesen tollen Moment auf für den Januar. Da ist das Wetter hoffentlich etwas besser. Dann machen wir das entweder bei der Auslieferung oder wann auch immer. Auf dem Prüfstand läuft das Ding, habt ihr gesehen. Alles Weitere dann im Januar. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ne? War eine lustige Aktion. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, teilt die Videos, damit es auch andere Leute sehen. Ja, das war's von der Weihnachtstunerei. Wir freuen uns aufs Jahr 2018. Es wird ein sehr ereignisreiches Jahr werden. Und ja, das war's von uns. Ne? Hat gut geklappt, oder? Komm, geben wir uns noch die Hand. Umarmen wir uns noch, bis zu Weihnachten kommt. Tun wir so. So, macht's gut. Tschüss. Hatte. I'll give it to someone special.